Herzlich willkommen bei VulkanTV. Weihnachten steht vor der Tür und wir hoffen, Sie können die letzten Tage der Adventszeit genießen und besinnlich ausklingen lassen. Jetzt aber zu unserer aktuellen Sendung. Für diese Ausgabe haben wir folgende Beiträge für Sie vorbereitet. Übergabe. Die Wirtsleute sind da im Breitenfelder Hof. Eröffnung. Verwaltungsgebäude neu in Gnas. Ihre Meinung. Eine neue Folge von Schnell gefragt. Unterstützend. Der Verein Auch ich will gehen. Christoph außer Haus. Das intelligente Haus. Diesmal das IntelliHome. Einzigartig. Auf Schleichwegen unterwegs. Bayerische Gemütlichkeit trifft steirische Gastlichkeit. Unter diesem Motto wurde der bekannte Breitenfelder Hof an seine neuen Besitzer übergeben. Für die Gäste gibt es nun köstliche Neuigkeiten. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von Murauer Bier. Treffpunkt nach dem Arbeiten, die heimische Gaststätte nach dem sonntäglichen Kirchengang, Herberge und Ziel vieler Touristen, Raststätte von Wanderern oder das Stammlokal mit der guten Küche. All diese Qualitäten vereint der Breitenfelder Hof schon lange unter einem Dach. Seit 2013 erfreut sich die Gastwirtschaft noch größerer Beliebtheit als zuvor. Ja, wir haben mit 1. März 2013 eröffnet und man geht davon aus, dass sich alle Säulen recht gut entwickeln. Die eine Säule ist die Gastronomie, die andere Säule ist der Genussburgladen und die dritte Säule ist das Herzstück Genussburgreisen. Die Visionärin hat sich nun aber entschieden, ihre Konzentration ganz auf das Gebiet der Genussburgreisen zu fokussieren. Das traf sich gut, denn zwei bayerische Wirtsleute waren zeitgleich auf der Suche nach einer Lokalität, in der sie all ihr Herzblut stecken können. Im Breitenfelder Hof haben sie ihr Ziel gefunden. Das Ganze hat uns sehr imponiert durch die Genussburg, durch das Hotel, die Region, die Menschen. Und ich bin aus Bayern und die Herzlichkeit von den Österreicher hier, die waren halt von der Sprache her also schon ansprechend für uns. Der Betrieb im Herzen des Vulkanlandes steht nun unter dem Motto steirisch-bayerischer Gastlichkeit. Die beiden Bundesländer teilen sich nicht nur die Mentalität und die Herzlichkeit, sondern auch die köstliche Küche. Um alle Besucher und Gäste willkommen zu heißen, haben die neuen Inhaber zur zünftigen Einstandsfeier geladen. Sie nahmen sich für das persönliche Gespräch Zeit und vermittelten ein Gefühl von Gemütlichkeit. Die Gastlichkeit behält unter den neuen Besitzern ihren vertrauten Charme bei und wird nun mit zusätzlichen Besonderheiten bereichert. Neu wird auf alle Fälle sein, dass neben den althergebrachten steirischen Schmankeln auch bayerische Schmankeln geben wird. Zum Beispiel drei auf Kraut, Weißwürste, Obersten und viele andere Sachen mehr. So wird bestimmt jeder Besuch in Breitenfeld an der Ritschein zu einem sinnenfrohen Erlebnis. In 2 Wochen ist es soweit. Dann schließen sich 10 Gemeinden zur Großgemeinde Gnas zusammen. Um der drittgrößten Gemeinde der Südoststeiermark ein geeignetes Verwaltungszentrum zu bieten, wurde ein neues Gemeindeamt in Gnas gebaut und nun eröffnet. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Marktgemeinde Gnas. In Gnas bereitet man sich intensiv auf das kommende Jahr vor. Neben der Neugestaltung des Hauptplatzes hat man nun aufgrund der Gemeindestrukturreform auch ein neues Verwaltungszentrum geschaffen. 10 einzelne Gemeinden bilden in Zukunft die Großgemeinde Gnas, die mit dem neu eröffneten Gemeindeamt ab sofort eine zentrale Anlaufstelle hat. Ja, wir wollen ein neues bürgerfreundliches Gemeindezentrum installieren. Und das ist heute mit der Eröffnung gelungen. Es gibt Barrierefreiheit, also im Eingangsbereich, wo wir ein neues Verwaltungssystem haben mit Front Office, Back Office. Also wir glauben, dass im barrierenfreien Eingangsbereich 50% der Anliegen unserer Bürger erledigt werden können. Im Punkto Sitzungssaal ist man einen eigenen Weg gegangen. Es hat sich einfach ergeben, dass die Räumlichkeiten zu klein gewesen wären.
werden für einen Sitzungssaal. Und darum haben wir uns entschlossen, dass wir diese Räume nützen für die Gemeinderatssitzungen der neuen Regionsgemeinde. Und so wird es im nächsten Jahr sein, dass abwechselnd immer in jeder Ortsgemeinde, monatlich oder wie auch immer, die Gemeinderatssitzungen der neuen Regionsgemeinde stattfinden werden. Die Eröffnung des Gemeindeamtes nahmen viele Bürger zum Anlass, sich mit den neuen Räumlichkeiten vertraut zu machen. Auf 280 Quadratmetern werden sich zukünftig 14 Mitarbeiter um die Anliegen der rund 6000 Gemeindebürger kümmern. Ja, da ist man natürlich sehr stolz darauf. Es war eine mühsame Arbeit. Der Herr Bürgermeister hat eine sehr hervorragende Vorreiterrolle gespielt und jetzt freuen wir uns alle natürlich auf das Zusammenarbeiten in diesem neuen Amtshaus. Ihren ersten offiziellen Auftritt hatten auch die Landsknechte zu Gnas mit der Verlesung einer Eröffnungsurkunde. 2014 gegründet, will der Kulturverein vor allem das Zusammenleben in der Gemeinde stärken. Unseren Aufgabenbereich sehen wir eigentlich in drei Funktionen aufgeteilt. Ein Teil ist die Faschingsunterstützung, das heißt, wir wollen den Fasching weiterbeleben. Der zweite wichtige Hauptfaktor ist, wir wollen als Serviceverein unter Anführungszeichen fungieren. Das heißt, wir sehen uns als Unterstützer und als karitativer und sozial engagierter Verein. Und der dritte Hauptfaktor ist jetzt mit der neuen Gemeinde Gnas, mit der Regionsgemeinde Gnas neu, dass man da ein bisschen die Koordination und die Überwachung, und das meine ich jetzt auch wieder unter Anführungsstrichen, durchführen. Nach der Segnung des Gebäudes überreichte Bürgermeister Gerhard Meixner den Mitarbeitern des Hauses den Schlüssel für ihren neuen Arbeitsplatz. Einem Ort der Offenheit und der Begegnung. Wir wollten das Wohnzimmer, also das Zentrum der neuen Gemeinde, schön gestalten. Das war den Gnasern schon lange ein Anliegen und Gott sei Dank ist es im Grunde vor der Fusion gelungen. Die Hauptarbeiten sind erledigt. Die restlichen Adaptierungen des Hauptplatzes werden im Frühjahr gemacht und wir sind gerüstet, dass wirklich alle Bürger der neuen Gemeinde stolz sind auf ihr Zentrum. Das neue Gemeindeamt ist ab 5. Jänner 2015 geöffnet. In unserem letzten Schnell gefragt wollten wir wissen, was Ihnen lieber ist, Percht oder Krampus? Und genau diese Frage hat für unglaubliche Diskussionen auf Facebook gesorgt. Ganz ehrlich, wir waren selbst überrascht. Mehr als 22.000 Personen hat der Beitrag erreicht. 250 Besucher haben dazu einen Kommentar abgegeben. Und nicht alle Postings waren ganz schmeichelhaft. Dieses Riesenfeedback gibt uns recht, dass wir auch in Zukunft Ihre Meinung in der ganzen Bandbreite zeigen. Aber jetzt zu unserer aktuellen Umfrage. Bis zum Jahreswechsel ist es ja nicht mehr weit und genau das haben wir diesmal zum Anlass genommen und Sie zum Thema Feuerwerk befragt. Seien Sie gespannt darauf, wie weit die Meinungen diesmal auseinandergehen. Wie wichtig ist Ihnen das Feuerwerk zu Silvester? Sehr wichtig, weil ohne Feuerwerk ist Silvester nicht das Silvester, was man kennt, ich meine, weil sonst hat es keine Besonderheit. Ich eigentlich habe nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt überhaupt nicht. Natürlich derjenige, der das gerne mag oder das Bedürfnis hat, der soll das machen. Ne? Ich bin vom Feuerwerkschießen Silvester nicht gut sprechen. Erstens mache ich selber Rettungsdienst, das ist schon so viel passiert in letzter Zeit. Und ich sage immer wieder, das gehört zusammen gleich. Und auf einem öffentlichen Feuerwerk gehört das geschossen und nicht alle die können. Es passiert einfach zu viel in letzter Zeit. Sehr eigentlich. Ich bin aufgewachsen damit, ich kenne das. Ohne Feuerwerk weiß ich nicht. Wäre es für mich ein Silvester eigentlich. Und hast du schon mal selber eins geschossen? Ja, das schon, ja. Ganz wichtig, gehört dazu, ist Tradition. Ich halte nichts davon. So nicht, weil andere sind rein selber von der Umweltverschmutzung. Und die verschießen nicht jede Pulver auf. Ne? Mhm. Weil da finde ich nichts, das gehört auch geschafft. Ja, ich finde einfach das Geld, bevor man es in die Luft bläst, ist gescheiter, wenn man es sinnvoll einsetzt. Zum Beispiel, wenn der bedürftig ist, zugutekommen lässt. Das macht Silvester aus, oder? Hast du selber schon geschossen? Ja, oft gemacht. Als Jugendlicher war ich begeistert davon, aber jetzt, die Sachen, was da passiert sind, muss ich wirklich sagen, da gehören schärfere Gesetze her, finde ich. Also. Es ist schon wichtig, weil es eigentlich voll geil ist und irgendwie gehört zu zum neuen Jahr. Eigentlich ganz schlecht, weil ich das absolut persönlich überhaupt nicht mag. Überhaupt, die Knallerei, der Lärm, ich sage immer, das ist ein Gold, was nicht ausgeschmissen wird, was nicht sein muss.
finde ich eigentlich okay, nur übertrieben soll es nicht werden. Das heißt, weil es einfach für die Umwelt schädigend ist. Hat sicher nicht die Priorität, das Feuerwerk zu Silvester. Ist eher die Gemeinsamkeit, dass man einmal zusammenkommt und aufs neue Jahr anstoßt. Mir ist voll. Überhaupt keinen Zweck. Ne? Ja. Auf die Autofahrer wollen sie mal schauen. Das kann die Umwelt verschmutzen und am Teig können wir mal schießen. Ne? Wo sind Ihre persönlichen Grenzen? Ja, ich muss schon sagen, die Grenzen, die müssen schon aufgezeigt werden. Nicht? Weil ich war vor nicht allzu langer Zeit einmal in Salzburg und wenn ich das so sehe, drinnen in der Innenstadt, wo die Leute sehr zahlreich unterwegs sind. Nicht? Und wenn man da sieht, mit was für Geräte das da geschossen wird, das ist fürchterlich. Nicht? Ja, wenn sie die ganze Zeit mit Böller so herumschmeißen, das ist was halt. Oh, servus, guten Tag. Kann nicht viel passieren, glaube ich. Hoffe ich halt. Auf was ich achte beim Schießen, auf Sicherheitsabstand, dass keine Personen in der Gegend sind. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann darf man auch ein bisschen was in die Luft schießen wahrscheinlich. Ne? Ja, wir sehen immer wieder bei den Feuerwerkschießen, wenn es alles was privat ist, dass einfach der Alkohol mitspielt. Es ist voll Alkohol. Man sieht es immer wieder. Anfangen tut das Ganze meistens um 18 Uhr, geht in der Früh 1 bis 2, in der Früh 3, in der Früh. Und dort sind die meisten Einsätze dann Augenverletzungen, Fingerverletzungen. Ja, ich meine, man hört es in den Medien zurzeit, dass da einiges passiert ist. Gehört wahrscheinlich ein bisschen schärfer kontrolliert, das Ganze. Ist auch meines Erachtens heute keine Besonderheit mehr. Jeder Geburtstag, jede Hochzeit, überall wird schon Feuerwerk geschossen, nicht nur am Silvestertag. Wenn man zum Beispiel die Rakete mit der Hand startet, das ist für mich, das geht nicht. Oder wenn man einfach eine Rakete startet, wo einfach ein zu dünnes Loch ist, was dann stecken bleibt und zum Beispiel explodieren kann, zum Beispiel. Im Moment fällt mir nichts ein, aber ich finde, das keine Grenzen. Ja, es gibt heute Pyrotechniker, die was sehr professionell machen und da kann man schauen, wie perfekt das funktioniert. Da sollte man es lassen, finde ich. Nein, eigentlich allgemein, ich mag es einfach nicht. Das ist, weil wir eigentlich all darunter leiden. Von ob Mensch oder die, ist ganz wurscht wer. Es soll nicht zu wild sein. Ja, daheim haben wir ab und zu mal ein Feuerwerk gehabt mit einem Pyrotechniker, ein schönes Feuerwerk. Da bist du gestanden, hast du mit der Fernbedienung gedruckt und nachher ist schon alles losgegangen. Jetzt schalten wir in eine kurze Werbepause, aber gleich im Anschluss geht's weiter mit dem Clip zum Verein Auch ich will gehen, dem Format Christoph außer Haus und auf Schleichwegen unterwegs. Also auf jeden Fall dranbleiben. Ob modern oder traditionell, die Tracht liegt einfach im Trend. Und Trachtentrummer am Kurpark ist Ihr Modepartner jetzt auch in Bad Gleichenberg. Getreu dem Motto, unser Trumpf ist die Vielfalt, bietet Trachtentrummer alles, was Tracht ist und was zur Tracht dazugehört. Für die ganze Familie und für jeden Anlass. Mit einer Tracht von Trummer liegen Sie immer richtig. Trachtentrummer in Dietersdorf am Gnasbach und Bad Gleichenberg. Das Team freut sich auf Ihren Besuch. Weitere Infos finden Sie auch auf der Homepage www.trachten-trummer.at. Regionale und internationale Fischspezialitäten. Reinstes steirisches Kürbiskernöl von Clement. Oder qualitativ hochwertigstes Olivenöl. Die absolute Frische, die gibt es beim Groß- und Einzelhandel Köhldorfer in Feldbach. Überzeugen Sie sich selbst, das Team von Köhldorfer Kühl und Frisch freut sich auf Sie und nimmt auch gerne Ihre Bestellungen entgegen. Köhldorfer Kühl und Frisch in Feldbach. Bevor Mann nicht mehr weiter weiß und die Beherrschung verliert. Der Männernotruf Steiermark hilft in persönlichen Ausnahmesituationen. Vertrauen und Anvertrauen. Anonym und kostenlos unter 0800 246 247. Hilfe rund um die Uhr. Rufen Sie uns an. Der Männernotruf.
Mit der Mediabox können Sie einfach und bequem die aktuelle Sendung sehen und gleichzeitig eine Vielzahl von Internetaktivitäten nutzen. Die Vulkan TV Mediabox und weitere Informationen dazu erhalten Sie bei den eingeblendeten Geschäften. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Auch Ich will gehen, der Verein zur Erforschung und Förderung von Kindern mit angeborenen oder erworbenen Bewegungsstörungen, unterstützt und begleitet Betroffene. Sehen Sie jetzt mehr dazu. Österreich ist ein Land mit ausgezeichneten Sozialstrukturen. Doch gerade für unsere Kinder ist nicht immer alles machbar. Genau aus diesem Grund und zur Verbesserung der Situation von Kindern mit angeborenen oder erworbenen Bewegungsstörungen wurde der Verein Auch Ich will gehen ins Leben gerufen. Wenn man sich seit Jahrzehnten als ärztlicher Leiter und Rehabilitationsmediziner mit der Kinderrehabilitation beschäftigt, merkt man immer mehr, dass die soziale Komponente sehr häufig im Vordergrund steht. Die soziale Komponente bedeutet, dass Kinder und Eltern zum Teil alleingelassen werden mit ihren Problemen, mit ihren sozialen Problemen, mit ihren finanziellen Problemen. Und aufgrund dessen haben meine Gattin und ich vor Jahren den Verein Auch Ich will gehen gegründet, um die Kinder und Jugendlichen, die angeborene oder erworbene Bewegungsstörungen haben, dementsprechend zu unterstützen. Was bei einem Sommergartenfest mit karitativem Hintergrund begonnen hat, hat sich in den letzten Jahren zu etwas ganz Besonderem entwickelt. Mittlerweile konnten viele namhafte Künstler als Paten für dieses Projekt gewonnen werden. Auch Luca Henny, Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, hat dem Verein ohne zu zögern seine Unterstützung zugesagt. Total sympathisch, immer mit viel Kraft dabei. Und sie setzen sich halt, wo auch immer sie können, für Kinder mit erworbenen oder angeborenen Bewegungsstörungen ein. Und das ist einfach, das ist so toll. Der Verein verfügt mittlerweile, nicht zuletzt aufgrund verschiedenster Charity-Events, über einen Fonds, der es erlaubt, Betroffene unterstützend zu begleiten. Das Besondere an diesem Verein ist wahrscheinlich auch der kurze Weg. Wenn jemand kommt, der Hilfe braucht, dann bekommt er diese Hilfe. Und da gibt es nicht erst lange Ansuchen, lange Sitzungen, wo vielleicht irgendetwas beschlossen wird, sondern Menschen in Not kommen und Menschen, die es brauchen, denen wird geholfen. Neben der ganzjährigen Tätigkeit des Vereins bildet die alljährliche Sommergala den Höhepunkt des Jahres. So war die 8. Charity-Sommergala im Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg ein Event, das man einfach erlebt haben muss. Großartige Künstler wie Luca Henny, Charlie Brunner und Simone, Gilbert sowie Oliver Heidt ließen die Gala gemeinsam mit tollen Gästen zu einem einmaligen Erlebnis werden. Und am Ende durfte sich der Ehrenpräsident des Vereins, Professor Dr. Stefan Karner, zusammen mit allen Beteiligten über einen erzielten Reinerlös von 85.000 Euro freuen. Das hat mich heuer wirklich sehr, sehr stolz gemacht, wie die Frau Renate Renter-Grieshofer mich heuer gefragt hat, ob ich bei diesem Ehrenkomitee mit dabei sein will. Und habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil ich bin seit Anbeginn mit dabei und es ist mir eine große Ehre, dass jedes Jahr so ein riesen Reinerlös zustande kommt und ich mit meiner Stimme meinen Beitrag dazu leisten darf. Und diese Stimme wird auch in Zukunft ein Teil des Vereins bleiben. Ja, ganz bestimmt, denn Frau Renate Renter-Grieshofer und ich haben beschlossen, dass wir so lange weitermachen, bis wir wirklich alle Kurven haben, die was unsere Unterstützung brauchen. Auch Ich will gehen. Der Verein zur Erforschung und Förderung von Kindern mit Bewegungsstörungen. Musik
Weitere Informationen und die Formulare, um Unterstützung ansuchen zu können, finden Sie auf unserer Homepage. Das intelligente Haus war auch in dieser Woche wieder Thema bei Christoph außer Haus. Wie die Zukunft des Wohnens mit IntelliHome aussieht, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Der folgende Beitrag wird von den angeführten Stellen unterstützt. Für unsere Serie Intelligentes Haus sind wir heute in Graz und wir besuchen Herrn Fuchs von IntelliHome, der uns hoffentlich schon erwartet. Für unsere Serie Intelligentes Haus sind wir heute in einer sozusagen intelligenten Wohnung. Ich darf den Herrn Fuchs begrüßen. Herr Fuchs, können Sie uns kurz sagen, wie intelligent im Grundsatz ist diese Wohnung? Im Grundsatz, die Wohnung ist sehr intelligent. Sie beinhaltet von einer Lichtsteuerung, Beschattungssteuerung, Klimasteuerung, Temperatursteuerung, Heizungssteuerung bis hin zur Videoüberwachung sämtliche Annehmlichkeiten, die man sich von so einem modernen Haus erwartet. Mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen als Kunde? Ich komme nach Hause, öffne die Tür und welcher Vorteil präsentiert sich mir hier? Grundsätzlich sind Szenen programmiert und hinterlegbar. Das heißt, wenn ich nach Hause komme und die Tür öffne, reicht ein Tastendruck aus, um meine voreingestellte Stimmung, die dahinter programmiert ist, abzurufen. Das heißt, es gibt ein Begrüßungslicht, wenn es am Abend ist, es geht die Beschattung auf, wenn es am Tage ist. Ich höre meine Lieblingsmusik, die Klima, die Temperatur wird eingestellt. All diese Funktionen bis hin, dass eben der Fernseher mich begrüßt, sind technisch umsetzbar möglich. Jetzt hat die Firma IntelliHome nicht nur diesen Bereich für Wohnungen und private Nutzungen. Es gibt auch Hotels, die versorgt werden oder auch speziell für Seminarräume. Genau. Die Intelligenz wird natürlich immer dort eingesetzt, wo entsprechend komplexe Aufgaben zu bewältigen sind. In einem Seminarraum oder Multifunktionsraum geht es oft darum, dass ungeschulte oder fremde Personen komplexe Abläufe mit einem Tastendruck bedienen können. Das heißt, er drückt eine Präsentation, das System hinterfragt, okay, Grundabfragen, was möchtest du? Ja, wie Sinn, dass sich dann der Beamer einschaltet, die Leinwand runterfährt, die Klima- oder Belüftungsanlage in Stufe 1 zurückfährt, das Licht runterdimmt und eben die Präsentation gestartet werden kann. Lassen Sie uns kurz noch einmal speziell über die Firma IntelliHome sprechen. Ihr Slogan sozusagen ist, Sie stellen alles selbst her, was verbaut wird, und bauen es auch, wenn es sein, auch selbst ein. Genau, da gibt es ein schönes neues deutsches Wort, das heißt One-Stop-Solution. Man kommt zu uns und kriegt von der Beratung, Planung bis hin zur Ausführung und Einschulung alle erdenklichen Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Läuft das sowohl auf Hardware- als auch auf Software-Seite? Genau, wir sind ein österreichisches Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Fladnitz. Seit 2001 entwickeln und produzieren wir Produkte, Hardware. Es sind ungefähr 90 unterschiedliche Produkte für den Bereich Gebäudeautomatisierung und Multimedia bis hin zu komplexen Softwarelösungen, um eben alles aus einer Hand zu bekommen. Herr Fuchs, was ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um zu Ihnen zu kommen, wenn ich jetzt mein Haus umgestalten oder neu gestalten will? Der ideale Zeitpunkt ist, bevor der Baubeginn stattfindet. Das heißt, in der Planungsphase, da hat man alle Möglichkeiten, sich Wünsche umsetzen zu lassen, da teilweise eigene Verkabelungen notwendig sind, wie zum Beispiel elektrische Beschattungselemente, die brauchen eine spezielle Stromversorgung. Wenn man früh genug zu uns kommt, das heißt, bevor der erste Bagger kommt, hat man noch alle Möglichkeiten, die man damit einfließen lassen können. Je später der Zeitpunkt ist, ist zwar technisch möglich, aber desto komplizierter und umfangreicher wird das Ganze. Herr Schindelka, können Sie uns kurz sagen, warum haben Sie sich entschieden, Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu einer intelligenten Wohnung zu machen? Grundsätzlich, weil mir die Features, die das Tab oder auch das iPhone bieten, sehr gut gefallen haben. Also nicht mehr zwingend Schalter benutzen zu müssen, sondern das Gerät, mit dem man seine Musik steuert oder
was auch immer, die Fenster, die Markise auf und zu macht, immer in der Hand oder eingesteckt zu haben, besonders beim iPhone, oder eben den Tab in der Hand zu haben und wahlweise von der Couch oder auch aus dem Bett oder in der Küche oder wo auch immer alles bedienen zu können. Mhm. Können Sie uns kurz einen Einblick geben, wie stellt man sich das vor? Man kommt zu Hause an, genau. Was passiert dann? Grundsätzlich drückt man auf einen Knopf, die Musik geht an, das Licht geht an in der gewünschten Stimmung, die Rollos gehen auf oder zu, die Klimaanlage fährt an oder die Heizung schaltet sich ein oder aus. Jetzt gibt es natürlich auch vielleicht Sonderwünsche, zum Beispiel mediale Dinge, Musik, TV, was ist hier möglich? Möglich ist nahezu alles. Was ist interessant, was ist der Bedarf? Sehr oft gibt es eben Schwierigkeiten in der Bedienung, was die herkömmlichen Produkte betrifft, im Wohnzimmer. Man hat einen Fernseher, man hat einen SAT-Receiver, man hat unter Umständen noch eine Playstation oder Wii oder was auch immer, eine Spielebox, einen Blu-ray-Player und man hat 5 Fernbedienungen auf dem Tisch, um dieses bedienen zu können. Was kann man damit machen? Man kann mit einem Tastendruck die Funktion erfüllen. Der Fernseher schaltet sich ein, mein Lieblingsprogramm mit meiner Lieblingslautstärke wird abgespielt und es kann jeder kinderleicht bedienen. Beschallung grundsätzlich im Außenbereich, Beschallung im Badezimmer, um Nachrichten hören zu können unter der Dusche. Das sind eben so Funktionen, die man in dem Bereich Multimedia fassen kann, bis zu einer wirklich 3D-fähigen Heimkinoanlage. Ich sage dann herzlichen Dank, dass wir hier in Graz sein durften. Herr Fuchs, ich sage danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie uns diese intelligente Wohnung sozusagen gezeigt haben. Und herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gerne, Dankeschön. Begeben Sie sich jetzt wieder mit Professor Hans Schleich und Günter Tuscher auf Schleichwege und genießen Sie eine neue und interessante Geschichte aus unserer Region. Stefan Weiß in Hartl bei Übersbach. Du bist Instrumentenbauer, ja. Musiker. Genau. Jetzt haben wir gerade gehört, du spielst auf der Drehleier. Hast du die selber gebaut? Die Drehleier ist selber gebaut. Das war eines der letzten großen Instrumente, die ich da in der Werkstatt gemacht habe. Mit einem Kundenauftrag dazu gebaut. Stimmt das? Das kann man es vielleicht gar nicht leisten, weil das riecht teuer. Stimmt es, dass das ein spätmittelalterliches Instrument ist? Ja, es kommt aus dem Hochmittelalter, also um 1000 nach Christus eigentlich. Also schon Frühmittelalter, ja, Hochmittelalter. Genau. Und wer hat das damals gespielt? War im Mittelalter, wo es um diese polyphonale Musik gegangen ist, um diese Begleittöne, Tiefentöne, die man aus dem Choralsingen her kennt und so, hat man Instrumente gehabt, so wie den Dudelsack zum Beispiel. Mit den tiefen Tönen dazu hat man auch die Drehleier erfunden. Die Drehleier ist übrigens in Europa erfunden worden, nicht so wie viele Instrumente in Arabien. Das ist einzigartig eigentlich. Und die ist gespielt worden in der Volksmusik, in der Kirchenmusik. Später dann mit der Kirche war es nicht so gut. Das war das Instrument eher verbönt. Und es gibt zahlreiche Abbildungen in Kirchen, Fresken, Malereien, wo dann eher der Tod ein Skelett mit einer Drehleier dargestellt ist. Der Totentanz, dann mit Drehleiter. Du baust aber auch Geigen, reparierst auch Geigen. Schauen wir uns das vielleicht ein bisschen an. Freilich, ja. In erster Linie bin ich Geigenbauer und ich leite natürlich vom Geigenbau sehr viel ab und verwende es bei der Drehleier. Da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja, dann legen wir das so etwa her. Es ist immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Instrumenten. Wenn ich da schaue, da hängen die Geigen zum Himmel. Ja. Was geschieht mit denen da? Ich habe da bei diesen Violinen die Decken runtergenommen. Die hängen zum Beispiel in den Kosten da hinten drinnen. Mhm. Beziehungsweise da haben wir eine.
Also das sind Geigen, Violinen, die dir zur Reparatur vorgelegt worden sind? Das sind zur Reparatur, das sind Kundenaufträge. Da habe ich zum Beispiel eine, wo die Decke ein bisschen zu dick ist. Es ist immer gut, wenn es gut anhängt, aber runterkriegen soll man es auch. Das ist eine relativ neue Violine, die ist gar nicht so. Das ist Ahorn, ja. Ahornholz? Ja, genau. Und die Decken? Die umlaufenden Zagen sind Ahorn, der Hals ist Ahorn. Ja. Dann haben wir da schon das Griffbrett. Es war so, bei der Geige, da war ich mit dem Klang nicht zufrieden. Die habe ich schon länger mal gebaut. Man sieht das also, die das ist eine, die drinnen, du gebaut hast. Die habe ich gebaut und da kommt noch. Da habe ich die Decken in einer Form drinnen. Und da wird dann noch da rausgenommen, da wird mit feinen Hobeln noch rausgeputzt. Also je mehr, dass du da herausnimmst, dass es ein bisschen dünner wird und sie soll dann besser klingen. Ich bin draufgekommen, dass sie nicht so gut. Da mehr verändert sich der Klang. Ja, freilich. Ja. Da sieht man auch den Bassbalken drinnen. Das ist eine statische Abstützung und der muss aber auch schwingen. Also die Geige muss fest gebaut sein und statisch ausgeklügelt gebaut sein. Was ist das für ein Holz? Das ist ein Fichtenholz. Und das ist ein sehr, okay. Ich lege das da her, das ist ein sehr starkes Holz, ein sehr schweres Holz. Man sieht da, das ist schon fertig lackiert, ich habe die Geigen wirklich ausprobiert und durchgespült. Und da sind die Winterjahresring, die da sind dunklen, stehend, das sind das recht Holz fest. Stehend geschnitten, ja, wahrscheinlich, gell? Ja, freilich. Das ist ein ganz ein besonderes Thema, Klangholz ist ein ganz ein besonderes Thema. Was war dein ältestes Instrument, was du restauriert hast? Das war ein Korpus aus 1584. Weiß man, wer das gebaut hat dann? Aber was für ein Korpus? Nein, was, das war ein Korpus von einer Viola d'Amore. Mhm. Zwar ist das so groß wie ein Bratschen, nur mit einem längeren Wirbelkasten. Da sind auch so Resonanzseiten dabei, wie man es bei der Drehleiter haben. Die mitschwingen und so ein bisschen einen Hall ausmachen. Also da habe ich einen neuen Hals eingesetzt, ja. Beziehungsweise auch sogar einen alten Hals, der dazu passt hat. Und habe einen Kunden, einen Sammler, der sehr schöne Instrumente hat, dem habe ich das zusammengebaut und völlig so, neues so, Instrument gebaut. Soweit ich weiß, weil ich habe einmal eine Arbeit geschrieben über eine berühmte Geigerin, ist die Amati die berühmteste Mozart-Geige, glaube ich, gell? Wie das siehst du das? Ja, sicher. Der hat eine Dreiviertelgeigen gehabt, auf der heute noch gespielt wird. Ja. Und was hast du da eingespannt? Das ist ein Kundenauftrag für eine Schülerin. Die hat mir das auf Empfehlung von einer ganz lieben Freundin von uns, einer Geigerin aus Regensburg, mit einem Backel geschickt, die Geigen, ich soll es general überholen und herrichten. Die hat von der Oberfläche überhaupt nicht schön ausgeschaut. Das war... Was ist das für Holz da? Das ist ein Ebenholz. Das Griffbrett ist ein Ebenholz. Ich bin gerade dabei, haben wir es da. Ich tue da mit meinen. Das sind so ein paar Polituren drinnen, mit einem Geigenlack und so. Und habe ein bisschen Oberflächen gemacht. Die war ganz komisch. Das ist teilweise Lack abgesprungen. Ich mache natürlich die Retusche, die Lackretusche so weit, dass es nicht zu neu ausschaut. Überlackieren, nicht drüber dünchen, aber Schutzlack gehört drauf, das ist normal. Es greift sich dann auch wieder an, wie es halt im Gebrauch dann ist. Gell? Schauen wir uns eine halbfertige Drehleier an. Das können wir auch machen. Ja, da bin ich dabei, das ist vielleicht noch interessant. Bei mir wirst du immer Glasscherm sehen. Ja, und was brauchst du? Das mache ich so, dass ich also einen super Glasschneider dabei habe. Ich habe das bei noch keinem Geigenbauer gesehen. Aber ich mache mir da wirklich Rundungen, außer bricht es so wie ein Schaumgummi. Da tun wir da das Griffbrett anschauen, das ist ein bisschen zu hohl. Das soll ein bisschen gewölbt sein, also ein bisschen Kurven haben, dass die Seiten schwingen kann, auch nicht anstoßen. Nur da ist es zu hoch und dann gehe ich her und tun wir da, das ist wunderbar zum Arbeiten. Ich habe da das Licht von da drüben, das scheint mir da so schön rein. Und ich sehe durch die Glasscheiben durch, wo ich überhaupt was wegnehme. Mhm. Ja? Die Ziegelinien hat man aus Metall, ich habe das da draußen dann, bei der Drehleihe können wir uns das dann anschauen. Und da wird einfach dann weggenommen und mit dem Lineal wieder geschaut. Und ich habe schon ein bisschen so eine Vorwölbung da, weil das ja auch so gewölbt ist. Genau. Das ist nämlich, das taugt mir total. Ja. Gehen wir zur Drehleihe.
Ja, das Glas schneit da gut. Das schneit gut, ja. Da haben wir die Drehleiern sind natürlich. Ich glaube, wenn ich selber nicht spülen würde, würde es vielleicht nicht unbedingt bauen wollen oder so. Das ist mein erste da drüben. Da mache ich gerade einen Randschutz dazu. Die kannst du herlegen, ja. Die du gebaut hast? Ja, ja, dein, ja. Das war in der Ausbildung, war das. Das gestimmt, da kannst du sogar selber probieren. Das ist mein erster geschnitzter Kopf. Der Bildhauer hat damals immer gesagt, ist, der erste ist sicher immer ein Selbstporträt. Ist das üblich, dass so ein Kopf draufkommt auf die Drehleier? Ja, das, weil das ist bei der Teufelsgeigen. Ja, Teufelsgeigen. Nein, ich war schon. Der Kopf war nicht drauf. Ja. Bei den Barockinstrumenten, bei den Geigen, Gampen, überall. Sogar Kontrabässe. Ja. Also, du hast oft Köpfe geschnitzt, statt der Schnecken. Und was für Holz verwendest du da jetzt für die Drehleier? Ich habe da jetzt ganz was Spezielles. Das ist ein Zwetschgenholz. Der Boden ist ein Zwetschgenholz. Der Boden, das sind einzelne Späne, das ist ein Zwetschgenholz. Die schwarzen Strafen, das ist ein Ebenholz. Das ist wirklich das tiefschwarze, schwere Holz. Und die umlaufenden Zargen, das sind ja die Seitenteile, zwischen Boden und Deckensand, ist auch ein Zwetschgenholz. Und da oben ist auch ein? Das ist eine Fichte. Fichte? Das ist eine Fichte. Das ist ein echter Feinjähriger. Sogar Haselfichten, das ist so schlimm. Also haben wir Zwetschgen, Fichten, das ist auch Zwetschgenholz normal. Ich habe da jetzt ein gefärbtes Obstholz, ein Apfel ist das Apfel. Das ist auch wieder Zwetschgen. Aber den habe ich schon vorgefertigt gehabt, gell? Und die Seiten, das hast du da Darmseiten oder? Es ist so, bei Barockinstrumenten, wenn man Originalklang haben will, für die alte Musik, Barockmusik, Renaissance-Musik, verwendet man Darmseiten, natürlich. Ja. Aber das schaut so nach einer Kunststoffseiten aus, oder? Das sind jetzt Kunststoffseiten von einer Gitarre. Und das ist eher eine moderne Beseitung und da habe ich Kunststoffseiten, das ist das gleiche wie bei der Geigen, das sind Geigenseiten. Das ist eine G-Seiten von einer Geigen und das ist eine A-Seiten von also einer so Geigen. Schaut das Innenleben aus? Ja, da gibt es noch, das ist halt so ein Standard, zweiseitiges Melodieinstrument plus. Das, was wir am Anfang gehört haben, ist ein bisschen komplizierter gewesen drinnen, gell? Das war komplizierter, die hat vier Melodieseiten, wo ich abwechselnd eine andere Tonart spielen kann. Die Bordonseiten sind dann Cello-Seiten, Kunststoffseiten mit Umspinnung, mit Armspinnung. Und da habe ich dann, entweder kann ich da Bratschenseiten oder auch Gitarrseiten nehmen. Das sind die Schnarrseiten, die sind ein bisschen leichter dann. Du zeigst uns einmal, wie das jetzt weitergeht da, wie wird das weitergebaut? Ich habe mir gerade da eine Schachtel gekriegt, da ist ein Haufen Ebenholz drinnen. Ja. Da brauche ich ein paar Anbauteile, die sehr wichtig sind, notwendig sind, weil doch sehr viele Seiten draufkommen. Ich tue mir das da auf, das ist so ein super Behelf, wo ich in alle Richtungen arbeiten kann. Das kann ich tragen und kippen und vor allem festspannen und so. Jetzt bin ich gerade dabei, da kommen. Das, was ich anfangs gespielt habe, auf der großen Drehleier drinnen mit dem Plektrum, das sind die Resonanzseiten. Die sind lose gespannt und die kommen jetzt da als erstes drauf. Die kommen da ganz unten rein und da mache ich da so Stege drauf, da was draufpickt, da was draufpickt, jetzt richte ich mir das alles her. Natürlich dann muss ich schauen, in welche Richtung ich gehe. Und was ist das für ein Teil jetzt? Das ist das Radl, das dreht sich alles beim Drehleierspülen. Genau die Seitenstrafen da oben an. Und das ist da drin? Das ist da drin, das kommt da rein, das kann ich ausbauen. Das ist eine Metallachse. Ja. Die läuft da. So, ich brauche das jetzt nur so einstecken und das brauche ich schon jetzt dann da, damit ich den Seitenwinkel und die Lage von den Seiten genau eruieren kann. Da habe ich meine Schnirl, das kommt dann da so um. Da ist der Wirbel drinnen, da kommt die Seiten in etwa um und jetzt schaue ich, dass ich da beim Radl dann vorbeikomme. Was hast du für einen Beruf gelernt?
Ich selber komme von der Tischlerei, mein Vater hat einen Tischlereibetrieb gehabt und meine Intention war eher Richtung alte Handwerkstechniken und Restaurieren. Bevor ich in Hallstatt in die Schule gekommen bin, habe ich im selben Jahr in Deutschland noch Restaurator. Was ist für eine Schule in Hallstatt? Hallstatt ist eine Fachschule für Streich- und Zupfinstrumente. Aha, und wie lange dauert sowas? Also eine vierjährige Schule und endet mit der Gesellenprüfung. Und da lernst du Instrumentenbau? Du lernst Instrumentenbau. Mit Geigen baut, Lauten, ja. Gitarren und eben Drehleiern und sogar eine Sonderform von einer Drehleier. Das war so eine Leidenschaft. Ich bin eigentlich über die Drehleier zum Instrumentenbau gekommen, weil ich vorher schon gehört habe davon, dass es das Instrument gibt und der Klang hat mich natürlich da irgendwie fasziniert. Es gibt ja Traditionen auch noch in Ungarn, die sie immer, die keine Unterbrechung gehabt hat. Gell? Bei uns war das anders. Bei uns ist das in der letzten Zeit wieder ein bisschen auftaucht. Ist ein bisschen gell? Mehr, ja. Ja, wir haben jetzt gesehen, wie so ein Instrument gebaut wird. Eine komplizierte Geschichte. Ja. Dankeschön, dass du uns da Einblick gegeben hast. Ja, gerne. Und du musst spielen kommen. Ja, ich bin nicht sehr musikalisch begabt. Gib mir da eine Stunde. Ja, Dankeschön. Ja, bitte. Servus. Viel Erfolg. Gell? Danke, ja. Wir wünschen Ihnen noch eine möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit und hoffen, dass Sie auch in der nächsten Woche wieder einschalten und dann fleißig posten. Danke fürs Zuschauen und auf Wiederschauen.